Hallo, in diesem Video geht es um die wichtigsten Begriffe der klassischen Genetik. Der wichtigste Begriff der klassischen Genetik ist wohl der eines Gens. In der klassischen Genetik spricht man von Genen als Erbanlagen, die den Organismus ausmachen. Gene prägen also das Erscheinungsbild eines Organismus. Ein bestimmtes Gen ist dabei für die Ausprägung eines bestimmten Merkmals verantwortlich. Die Gesamtheit der Gene, die genetische Ausstattung eines Organismus, bezeichnet man als Genotyp. Die Gesamtheit aller Merkmale als Phänotyp. Genotyp macht den Phänotyp aus. Betrachten wir das Ganze an einem Beispiel. Als Merkmal denken wir uns die Blütenfarbe einer Pflanzenart. Für die Ausbildung der Blütenfarbe, also für die Ausprägung des Merkmals, ist ein bestimmtes Gen verantwortlich. Das Merkmal kann in unterschiedlichen Formen ausgeprägt werden. Die Blüte kann die rote oder die weiße Farbe tragen. Für die Ausprägung der Blütenfarbe rot ist die Genform groß A verantwortlich. Für die Ausbildung der Farbe weiß die Genform klein a. Ein und dasselbe Gen kann also in zwei oder mehr unterschiedlichen Varianten vorkommen. Man spricht von Allelen eines Gens. Groß A und klein a sind Allele eines Gens, die sich im Phänotyp als rote oder weiße Farbe zeigen. Gene werden von der Elterngeneration an die Nachkommengeneration weitergegeben, vererbt. Bei den diploiden Organismen gibt es jeweils zwei Allele eines bestimmten Gens. Jedes Gen ist also in zweifacher Ausführung vorhanden. Bei haploiden Organismen ist jedes Gen nur in einer bestimmten Form vertreten. Es gibt also nur ein Allel. Bei diploiden Organismen stammt eins der beiden Allele von der Mutter, das andere von dem Vater des betrachteten Individuums. Die beiden Allele können gleich oder unterschiedlich sein. Sind die beiden Allele gleich, nennt man das Individuum in Bezug auf das entsprechende Gen homozygot. Nehmen wir an, dass unsere hypothetische Pflanzenart diploid ist. Dann kann es in Bezug auf die Blütenfarbe zwei mögliche homozygote Genotypen geben. Groß A, Groß A und Klein A, Klein A. Im Phänotyp äußern sich die beiden Genotypen in den Blütenfarben rot oder weiß. Die beiden Allele eines Gens in einem diploiden Organismus können aber auch unterschiedlich sein. Diese Organismen bezeichnet man in Bezug auf das entsprechende Gen als heterozygot. In unserem Fall gibt es einen möglichen heterozygoten Genotyp, und zwar groß A, klein a. Bei zwei unterschiedlichen Allelen stellt sich nun die Frage nach dem Phänotyp des Individuums. Ist die Blüte jetzt rot oder weiß? Oder vielleicht rosa? In den meisten Fällen wird phänotypisch nur eins der beiden Allele ausgeprägt. Das heißt, die Blüte ist entweder rot oder weiß. Das Allel, das ausgeprägt wird, nennt man dominant. Das Allel, dessen Ausprägung in Anwesenheit des anderen, stärkeren Allels unterdrückt wird, nennt man rezessiv. Unter der Annahme, dass das Allel groß A dominant ist, erscheint die Blüte unserer Pflanze rot. Generell werden dominante Allele mit großen Buchstaben, rezessive Allele mit kleinen Buchstaben bezeichnet. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss.